Jo, lass mal die verdorbene Zone machen. Die ist halt Stufe 23, die ist ein bisschen anspruchsvoller. Hab ich Bock drauf. Was ist das? Explodiert das jetzt, oder? Ich hätte es einfach mal analysieren können. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Shit, ich hätte es einfach mal analysieren sollen. Jetzt war es zu spät gewesen. Also alles voll damit. Ah nee, das ist von den Pöschern, oder? Hab ich so denn so. Die haben doch solche Teile immer rausgehauen. Langsam, langsam. Was ist denn hier? Verdorbener Pöscher. Verdorbene Grauhabichte. Alter Schwede. Okay. Wir sollen erst den Pöscher killen. Also mehr Ruhe. Okay, jetzt erst auf die Pöscher. So, Eisbombe war gut gewesen, aber da haben wir die immer gesehen. Ich hätte mich auch anschleichen können, aber scheiß drauf. Mitten ins Ziel. Warte mal, wo ist denn der andere? Da hinten. Okay, den können wir versuchen ruhig zu machen. Ich habe Angst, dass die Vögel mich entdecken müssen. Ist der tot? Wow, nice. Okay, der läuft auch in die andere Richtung. Schnell. Oh, ist das gemein. Oh, das kann von dir nicht. Ich bin zu weit. Ah, jetzt, okay. Alles gut. Ich kann von da unten nicht zuhauen, wisst ihr. So, okay, dann lass mal die Vögel machen. Ich glaube, wir haben jetzt unten alle. So, Pfeil nachladen. Du brennst! Ja, ich muss unten das Ding treffen, ich weiß, Leute. Das hab verpeilt. Okay, mal ein Feuerpfeil oder so, dann ist der down. So, der muss down sein. Sind die auch böse? Warte mal, die haben doch... Oh nein. Okay, erst die Vögel. Meine Fresse. Bist du mal tot? So, okay, den haben wir auch. Da oben ist noch einer. Ist es der, den ich schon... Das nervt mich manchmal mit dem hohen Gras, dass die das dann nicht irgendwie transparent machen oder so. Wisst ihr, was ich meine, wenn man so hoch guckt? Direkt noch einen hinterher. Ja, nimm einfach gerade die Pfeile, was soll's. Wo ist denn der Tank? Der ist ja eigentlich immer unten. Ja, ich sehe ihn, aber den jetzt zu treffen, wenn er so rumwackelt, ist echt nicht leicht, Leute. Okay, noch einmal müsste ich treffen. Ja, scheiß drauf, der ist eh tot. Ich wollte den Tank treffen. Okay, hätten wir. Hätten wir. Oh, ich hätte ihn selber übernehmen können, theoretisch, ja? Na egal. Die Maschine ist schnell. So, kurzer Prozess. Um. Alter. 1000 Schaden in der Face. Nice. So, wollte ich nicht noch irgendwie Lagerfeuer einsammeln oder so? Ah, guck mal, hier haben wir noch Lagerfeuer. Früher oder später muss man bestimmt ja eh nochmal irgendwann hin, da kann man das jetzt noch mitnehmen.
Ich spiele trotzdem noch derbe mit dem Gedanken, mir dann einfach diese Feuerrüstung zu holen. Diese schwarze. Wegen Style. Weil die mir äußerlich echt am besten gefallen hat, von denen, die bisher zur Verfügung standen. Hinten geht irgendwas. Ich höre Stimmen. Was ist das denn hier? Alter! Alter! Also wenn wir auf sowas noch treffen sollten, was funktioniert, dann könnte das noch hier nochmal interessanter werden, so. Also ein Donnerkiefer. Also die Donnerkiefer sind ja bislang die coolsten Gegner. Und wir haben ja noch nicht alle entdeckt. Gibt ja noch einige, die wir noch nicht kennen. Njung. So, okay. Was ist denn da hinten? Läufer. 5 und Lichter. Okay, alles klar. Das brauche ich später noch. Rote Blumen. Rote Blumen. So, okay, Leute. Alter. Alter, Alter, Alter. Okay. Das ist noch ein Lagerfeuer. Egal, wir machen das jetzt nicht hin. Wir machen jetzt Meridian. Ist das die Quest? Ah, ne, das machen wir erstmal das mit der Trophäe. Das geht mal ab. Und, aber das müssen ja mehreres machen, Meridian. Und dann quatschen wir mit Arend wegen seiner Schwester. Ne? So, bis gleich. So, das sind wir. Das Leben in Anrecht war nicht einfach. Und das Leben hier. Und das Leben hier? Okay, würde ich nicht sagen. Ich arbeite den ganzen... Wie wär's denn, wenn ihr eure Sätze dann auch zu Ende sprecht? Meine Güte. So, lass mal gucken, das ist so ein Spezialhändler. Ah, das ist die Händlerin, ja. Zurück aus der Wildnis? Hast du Banuk-Relikte? Ja, ein einziges habe ich. Fertig? Da kriege ich bestimmt nichts für, oder? Ich brauche noch das Banuk-Artefakt, ich kann nicht gestehen. Okay, müssen wir es mal merken. Spezialobjekte. Wie sind das? Brauche ich die eigentlich wirklich nochmal, die Karten? Ich hole sie einfach, kostet ja nichts. Ist ausgekauft, habe ich schon gekauft, okay. Guck mal, man kann alles zurückkaufen wieder. Ich will dir einen Handel vorschlagen, Fremde. Alles, was man vertickt hat, kann man wieder zurückholen. Na ja, gut. Es ist natürlich komfortabel, aber ich bin ja da, ich mag das ja immer lieber, wenn das irgendwie auch Konsequenzen hat, ein bisschen mehr. Wenn man es vertickt, dann ist es halt weg. Und weiß, wie ich sie einsetzen kann. Ich werde immer Arbeit finden. So, okay. Mal sehen, was jetzt dieser Idiot da sagt. Das ist ja wirklich dieses arrogante Arschloch da gewesen, glaube ich, mit dem wir jetzt quatschen. Jo, mal gucken jetzt, wie er reagiert. Sehr auf dein Gesicht gespannt. Guck mal, da heißt es auch schon so, Asches. Ich hab dir doch gesagt. Ich bringe Trophäen für den Sonnenhabicht der Loge. 3 Sägezähne, 2 Verwüster und dazu ein Pirscher. Ich nehme an, Talana hat dir geholfen. Ich habe sie erlegt, selbst. Wirst du sie annehmen? Gut, ja, ich nehme sie. Aber sag Talana, sie soll nicht mehr mit Dreck spielen, wenn sie Rotschlund kriegen will. Alter. Ah, wie gerne würde ich hier einfach so einen Feuerpfeil in den Hintern jagen oder so. So, okay, Jägersitz. Als ich ihm die Trophäen gab, sagte Assis, du solltest lieber Rotschlund suchen, statt mir zu helfen. Da hat er nicht Unrecht. Wir haben jetzt keine Zeit für Rotschlund. Du musst bei was anderem helfen. Oh, und bei was? Komm mit hinaus. Okay. Ist wohl geheim, oder was? Diesen Teil mag ich besonders. Ja, das ist auch schön. Schöner. Schönes Stück. Viele unserer Freunde sind nach Sonnenfall. Du willst helfen?
Hier braucht jemand Hilfe. Nur zu, Ilsadi. Ich lebe in Ödlicht, nordöstlich von hier. Ich bin knapp entkommen, weil Grauhabig da alles angreifen, was sich rührt. Wir haben kaum noch Scherben. Hilfst du uns? Wir wissen nicht mehr weiter. Manchmal erhalten Mitglieder ein Honorar für die Jagd. Assis sollte diese machen, doch er lehnte ab. Er wollte mehr Geld. Wie großherzig. Früher hätte ich das zusammen mit Tarkas erledigt. Wollen wir beide es gemeinsam machen? Wir sehen uns in Ödlicht. Was ist mit Rotschlund? Kommst du oder nicht? Na gut. Ich komme dorthin, sobald ich kann. Joa, wenn wir mal vorbeilaufen sollten oder so, ne? Machen wir das gerne. Da ist das. Okay, dann müssen wir mal schauen, Leute. So, Quests. Mit Aaron wollten wir quatschen. Hochwertige Waren zu fairen Preisen. Mal gucken. Rohstoffe. Aber da ist ein Stern drüber gewesen. Ach ja, kann ich Herzen kaufen? Das ist doch ganz cool eigentlich. Wartet mal. Ich brauche ja eigentlich immer noch Panzerwanderer, Pirscher. Prüllrückenherz brauche ich, glaube ich, noch. Aber vielleicht finden wir das auch noch, wisst ihr? 67 Scherben jetzt raushauen. Ich vertick nochmal ganz schnell. So, okay, Leute. Haben jetzt 15 Slots wieder frei und fast 3000 Scherben wieder. Das ist schön. Jeder braucht reinen Farbtupfer im Leben. Komm, lass uns drüber. Worüber wolltest du reden? Du bist fremd hier, oder? Eine Abenteurerin. Das war ich früher auch mal. Ich gebe zu, ich vermisse die betörenden Farben der Wildnis. Ich frag mich, ob du zufällig eine ganz bestimmte Blume gesehen hast. Sie ist aus Metall, wie eine Maschine. Andere Blüten wachsen in Mustern um sie herum. Diese glänzenden Schönheiten sind bei meinen Kunden sehr gefragt. Wenn du mir welche bringst, bekommst du etwas Wertvolles dafür. Jo. Ah, falschen wir um diese wunderschöne Beute. Ja, vielleicht habe ich sogar ein paar Pfeilchen für dich. Ja. So, okay. Also nehmen. Ich weiß nicht, ob dann noch mehr aufgedeckt wird. Wahrscheinlich. 10 Metallblumen. Diese duftende Kiste muss geöffnet werden, um ihren Inhalt zu enthüllen. Okay, brauchst noch 10 Blümchen. Auf Wiedersehen, edle Nora. Können wir einen Moment über die schönen Dinge reden? Sieh dir mal. Auch interessant. Metallblumenhändler. Ja. Oh, wie cool ist das denn? Dürfte wieder rühren. Ist cool bei euch? Hallo, Aloy. Ich bin der tadellose Marat. Bitte komm mit mir. Es geht um eine wichtige Konsultation. Wie meinst du das? Wo ist Erend? Er ist drinnen, beim Sonnenkönig. Wohin wir auch unverzüglich gehen sollten. Folge mir bitte. All diese Leute wollen zum Sonnenkönig? Ja, und alle wollen ihn um etwas bitten. Unschön, aber das ist Politik. Der Sonnenkönig will dich unbedingt sehen. Die Maschinenreiterin mit dem guten Auge. Es ist so faszinierend. Ich will niemanden faszinieren. Zu spät. Erst kriegen Osseram Sonderrechte und jetzt Fremde aus dem Sonnenkönig. Denn von dir... Eine Fremde ist vor mir dran. Inakzeptabel. Tja. VIP-Ticket. Ich stehe hier schon 2 Stunden. Diese Mora drängelt sich vor. Ignoriere sie. Adlige sind wie Kinder, die quengeln, wenn sie keinen Nachtisch mehr bekommen. Wie ist der Sonnenkönig so? Wichtig ist, wie er nicht ist. Wie sein Vater. Ich glaube, du wirst ihn ganz vernünftig finden. Aloy von den Nora, Seherin des Verborgenen. Willkommen.
Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Erend, berichte bitte. Ich war an Ersas Grab. Es stimmt, Eloy. Die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie. Ich fügte sie Ersa als Kind zu, im Streit um ein Spielzeug. Wenn es nicht Ersas Leiche ist, kann es sein, dass sie noch am Leben ist. Und ich lasse sie nicht im Stich. Wir wissen nur, dass sie weg ist, nicht wer es war. Da kann ich helfen. Ersa hat einen Feind unter den Osseram. Einen Kriegsherrn namens Derwal. Unmöglich. Jeder Clan im Anrecht war auf der Suche nach ihm seit der Befreiung. Er muss längst tot sein. Nun, er hat ein Motiv und ist klug genug, um Ersa in so eine Falle zu locken. Er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum. Ich habe schon einen Agenten losgeschickt. Er wartet auf Anweisungen von uns. Auf dem Marktplatz in Scheuerfeld. Wenn ich Truppen an die Grenze schicke, provoziert das die Osseram. Vielleicht ein paar Gardesoldaten. Und noch eine außergewöhnlich talentierte Nora? Erend, Marat, lasst mich das mit ihr allein besprechen. Ich hasse es, dir noch etwas aufzubürden, doch diese Angelegenheit ist wichtig für mich. Ersa scheint euch sehr viel zu bedeuten. Ohne ihre Osseram-Garde hätte ich Meridian niemals befreien und meinen brutalen Vater stürzen können. Seitdem ist es schwierig, den Frieden zwischen unseren Stämmen zu halten, aber Ersa schafft es, ihr Volk davon zu überzeugen. Du siehst, ich brauche sie hier, an meiner Seite. Und das schnell. Und wer genau ist Derwal? Um Derwal zu verstehen, musst du meinen Vater verstehen. Er hielt sich wirklich für einen Sonnengott. Sein Geist war verwirrt. Er hielt Blutopfer für die Lösung von, tja, einfach allem. Er suchte sich Opfer bei anderen Stämmen, besonders bei den Osseram. Derwal schlug zurück. Er baute starke Waffen und rüstete sein Volk. Mein Vater reagierte mit furchtbarer Grausamkeit. Er entführte Derwals Frau und Tochter und opferte sie im Sonnenring. Wieso nimmt Derwal so viel auf sich, um Ersa zu entführen? Er fühlte sich betrogen. Sie kämpfte an seiner Seite, bis sie begriff, dass er Meridian komplett auslöschen wollte. Da kam sie zu mir. Wir konnten ihn stoppen und befreiten die Stadt von meinem Vater. Seit diesem Tag versucht Derwal, sich dafür zu rächen. Und tut das meist an Osseram, die mit uns kämpften. Er hat sich so viele mächtige Feinde gemacht, dass ich ihn längst für tot hielt. Ich lag falsch. Ich habe eine Frage zum Sonnenreich und zu eurer Politik. Bitte sehr. Ja, aber die Zeit wird wirklich langsam knapp, Leute. Was wisst ihr über diese Schatten-Kaja? Was haben sie mit Ersa zu tun? Es sind Anhänger von Vaters Regime. Sie harren in der Festung Sonnenfall aus, im Westen. Wie ihm geht es ihnen nur um die Herrschaft. Sie vergießen Blut im Namen der Sonne, um aus ihr Kraft zu schöpfen. Ersa ist ihre Feindin, also hielt man sie sofort für die Schuldigen. Derwal war das klar. Das war sein Plan. Okay. Wie gesagt, Leute, die Zeit wird langsam knapp. Ich muss jetzt weiter. Ich weiß. Nun, Könige sollten niemals betteln. Aber bitte, suche nach Ersa. Wer sagt das? Marat zum Beispiel. Wende dich jederzeit an ihn oder Erend, wenn du noch Fragen hast. Alles klar. Scheuerfeld. Gucken wir da eben mal. Ah. Okay. Ey, wisst ihr was, Leute? Wir müssen unbedingt in diese Brutstätte hier, weil dann können wir nämlich auch diese Donnerkiefer dann überbrücken. Ja. So, warte mal, hier müssen wir hin.
Okay, ich schaue nochmal ganz kurz, ob das so ein bisschen sich überschneidet. Nö, oh, es geht so. Verdorbene 232, nice. Okay, Leute, wir machen erstmal nach Scheuerfeld, ne, folgen also quasi jetzt erstmal der Quest von Arend. Und wenn wir das hier gemacht haben, können wir dann von hier aus, irgendwo wird der bestimmt Lagerfeuer sein, noch mehr rüber. Machen die Brutstelle, dann können wir dann endlich Donnerkiefer überbrücken und noch andere krasse Viecher und dann würde ich gleich hier hochlaufen zu der anderen Hauptquest. Ich glaube, das ist ein guter Plan. So machen wir das jetzt. So, ab geht's. So. Okay. Moment, habe ich das Richtige ausgewählt? Jo, okay, das ist ganz schön weit. So, machen wir erstmal hier hin. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwo... was sind denn das für Viecher? Müssen wir gleich mal gucken, vielleicht kann ich da einfach einen mit... Ah, ne, hier, easy. Nimm einfach so einen Breitkopf mit. Und lass dann gleich mal, sobald wir oben einen großen Mech sehen, unseren Seilwerfer ausprobieren. Was ist das hier eigentlich? Ach, hier waren die Banditen gewesen, oder? Kann das sein? Jo, ich erinnere mich. Ist schon einige Folgen her. Ein paar Folgen zumindest. Ich will einen großen Gegner. Ich will einen großen Gegner. Pfeilwerfer ausprobieren. Ah, mal gucken. Es haben auf jeden Fall super viele von euch in die Kommentare geschrieben, dass das Ding übelst fett sein soll. Also guck mal einfach mal. Vorne was abgedutscht. So, okay. Schnell weiter, bevor die mich jetzt hier angreifen. Gegner. Trampler. Ey, die kennen wir noch gar nicht, glaube ich. Warte mal. Ist das das Symbol? Lass mal eben schauen, ob wir die schon kennen. Ich glaube nämlich nicht. Die sind das. Die haben wir noch nicht gesehen, Leute. Okay, dann gucken wir gleich mal. Aber guck mal, uns will nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück haben wir noch nicht gesehen. Und was mir ja sehr viel Hoffnung macht, das sieht ja so ein bisschen so aus, als wäre das nach Größe sortiert, ne? Das sind die ganz kleinen, die Wächter, die werden immer größer, 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 größer. Und hier haben wir noch zwei Fragezeichen. Und hier haben wir auch nochmal zwei Fragezeichen, also da, wo die Großen sind. Also die hier müssen dann noch größer sein als ein Donnerkiefer, die zwei, zumindest wenn das passt, wie ich es mir denke. Ach scheiße, muss ich erstmal noch hoch irgendwie. Okay. Ja, muss ich wahrscheinlich hier außen langlaufen oder so. Muss mal gucken. Weiter geht. Können wir hier hochklettern? Wie will man die jetzt angucken? Ah, Sägezahn. Dann können wir gleich den Seilwerfer ausprobieren. Cool, cool, cool. Ah, sehr gut. Langsam erkenne ich die Stellen, wo man hochklettern kann. Auch wenn es nicht gelb markiert ist. Das war noch ein Fuchs gewesen. Bum, bum, bum. So gut, Leute, lass mal ausprobieren. Ich würde ja gerne erstmal den Wächter gerne killen. Ist das ein Wächter? Lanzenhorn. Okay. Wo ist denn der jetzt? Alter, was rennt dem denn da alles hinterher? Ich komme her. So, lass mal noch den Wächter da hinten killen.
Ich will das Ganze nur ausprobieren, den Seilwerfer. Ich habe keinen Bock, dass mich da irgendeine Scheiße ablenkt oder so die ganze Zeit. Los, komm. Gut. Okay, das war zu auffällig. Komm schon. Sau. Egal, Leute. Das war nicht weit genug. Ach shit, ich habe gedrückt. Ich darf nicht gedrückt halten. Eins. Zwei. Okay. Ich verstehe das Ding, glaube ich. Und nochmal. Oh, wie fett ist das bitte? Warte mal, geht das auch gegen die? Yo, Alter, flieg mal weg. Probier's mal. Wie cool. Sprengdraht, Sprengdraht. So, okay, der ist so gut wie tot. Oh, das ist total krass, Mann. So, Eisbombe rein. Mal sehen, ob beides geht. Yo. Oh, ist das fies. So, okay, den Rest machen wir so weiter. Gut, ich habe keine Muni mehr. Oh, ich wollte gerade noch ausweichen. Komm ich weg. Okay, hat sich erledigt. Okay, also dieser Seilwerfer, der ist ganz schön OP, kann das sein? Kommt mir zumindest gerade ziemlich mächtig vor. Jo, da ist am Ende in meine Sprengfalle gelaufen, der Gute. Okay. So, ich hol schon mal unser Reittier. Jo, hast du mich vermisst? Ey, da bin ich ja mal super gespannt, wie das Ding ist gegen Donnerkiefer und so. Muss ich mal gucken. So. Sprengkrat auch noch machen. Und Eisbomben. Okay, hätten wir. Ey, ich muss unbedingt mal gucken. Eisbomben kann ich, glaube ich, noch vergrößern, oder? Was ich tragen kann. Affenbeutel, nein. 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 Hier haben wir schon Maximum. Oder? Ja, haben wir. Moment. Schleuder, das muss ich gucken. Fünfmal fettes Fleisch brauche ich. Okay, ich muss doch noch ein paar Tiere killen, Leute. Jo. Truthahnhaut. Okay. Die Truthähne, die müssen wieder dran glauben. Alles klar. Ich gehe mal davon aus, dass man diese Eisgranaten auch auf 12 bekommen kann. Wenn man will. So, gut. Eigentlich wollten wir ja ganz schnell uns mal die Mixi angucken. Oh, wie er es nicht checkt. Oh. Na gut, dann nicht. Das ist übelst krass mit dem Reingrutsche. Also, wenn es funktioniert, beschwere ich mich nicht. Oh, sind die blind? Hey, hast du mich jetzt gesehen? So. Okay. Fuchs, 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 den brauchen wir. Moment, dann immer normale Pfeile. Wirklich? Nichts dabei. Oder brauchen wir Füchse? Ich glaube fast, oder? So. Was sind jetzt hier die Max? Das ist ein Hase? Ist ja gar nichts. Das waren definitiv mal Satellitenschüsseln gewesen, da hinten. Da, wo wir das Lager freigeräumt hatten. Jetzt erkennen wir es noch besser aus der Ferne. Okay, das ist jetzt hier gerade ein bisschen enttäuschend. Irgendwie... Für mich. Jo. Dann sind die gerade nicht da. Das ist ja doof. Aber das ist ja der Spot hier, ne? Jo. Die Richtung, wo ich gucke. Also die müssten eigentlich hier auf dieser Ebene sein, wo wir gerade sind. Und jetzt aber nirgendwo eins.